Christoph, das war jetzt mein kleines balliges Beilchen. Ich habe das normalerweise immer so ein bisschen für kleine Hölzer zu spalten, für die Firebox. Und das hier war jetzt trockene Haselnuss. Und ich hoffe, die Löckchen sieht man und die genügen. Es war mehr so ein bisschen in Scharf hacken als wie ein Schneiden. Also geschabt wie auf dem Gyrospieß. Das Messer ist, das Beilchen hier ist leicht ballig. Habe ich mal hergeschliffen, da gibt es ja ein paar Videos davon. Und tut seinen Sinn. Und Löckchen kann es auch. Hoffe, das genügt. Hier war gerade ein Ast im Weg. Und hier sind die Löckchen mit dem Beilchen.